Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Vorhies80 mit einem neuen Steelbook-Unboxing-Video für euch. Und in den letzten zwei Tagen gab es ja die beiden Update-Videos bzw. Unboxing-Videos von der Filmbörse in Nürnberg. Und da gibt es als erstes mal Voodoo, die Schreckensinsel der Zombies in der Framebook-Edition und noch mein Leidensweg mit Voodoo, die Schreckensinsel Zombies. Also da könnt ihr gerne mal reingucken, ist auch recht amüsant. Aber gestern kam dann noch Porno Holocaust im Mediabook auf meinem Kanal zum Angucken. Und ich kann euch sagen, das ist wirklich ein recht amüsantes Video für euch und vor allem auch ein erotisches Video. Also ein kleiner Blick ist hier noch heute. Mach mal ein bisschen Contenance, ein bisschen Wusa, um wieder runterzukommen. Nachdem es gestern so extrem geil war, heute wird es entspannter, denn heute gibt es noch das Steelbook, was ich mir auf der Filmbörse gekauft habe beim lieben Sascha. Grüße gehen raus an dich, mein guter Freund. Auch hier wieder, immer wieder schön, dich zu treffen auf der Filmbörse. Und er hat hier einige Steelbooks dabei gehabt, eben von dem Film The Matrix Resurrections, und zwar die 4K-Version aus Italien, die eben auch mit der 4K-Disc auch eine deutsche Tonspur enthält. Und da war ich recht lange davor gestanden, soll ich es nun mitnehmen oder nicht, denn ich habe mir natürlich auch schon die Steelbooks auch in Deutschland vorbestellt und ich weiß, ja, der Teil soll ganz schlecht sein, aber ihr wisst ja, als Komplettist und auch für Filmreihenvideo will ich einfach auch noch den letzten Teil auch noch haben. Ob er mir gefällt, ich weiß es nicht, den war ich nicht im Kino, ich werde es zu Hause angucken, aber komplett mit der kompletten Filmreihe. Also von daher, irgendwann im Laufe der nächsten Wochen gibt es auf jeden Fall auch dann das Filmreihe wieder zu Matrix. So, hier ist auch schon die 4K Ultra HD Steelbook Version aus Italien mit diesem Artwork. Und auch das kommt auch in Deutschland raus, aber nur mit der Blu-ray-Disc. Ich habe mir auch das vorbestellt gehabt, einfach aus dem Grund, ich wollte gerne das haben, was einfach besser zu den Steelbooks passt von Zavi. Denn die anderen gab es ja auch, die anderen gibt es auch noch einmal hier, das Weiße mit den zwei Pillen drauf, was mir jetzt nicht ganz so gefällt. Dann gibt es noch ein weiteres 4K-Steelbook in Deutschland, nämlich hier mit Neo und mit Trinity drauf. Schaut zwar ganz cool aus, aber ganz ehrlich, ich wollte eigentlich gerne das haben und natürlich jetzt hier mit der 4K-Disc passt auch sehr gut zusammen mit den anderen beiden. Wenn das hier ohne Schäden ist, wird auf jeden Fall storniert. Und irgendwann mal wird mal die Blu-ray-Disc, eine einfache Blu-ray-Disc einfach mal nachgekauft, wenn sie mal in der Ramschkiste mal liegt. Und dann passt auch hier der Lack. So, das Steelbook ist noch bei Italien zu kaufen, habe auch geguckt. Ist ein bisschen günstiger als auf der Filmbörse gewesen, aber dazu muss man sagen, es kommt auch noch Versand mit drauf. Also von daher ist auch hier noch einigermaßen noch akzeptabel. Der Preis von 7, also von 38 Euro ist okay, aber man hätte es auch billiger haben können. Wie gesagt, schaut mal auf Amazon vorbei, Amazon Italien. Ihr könnt da auch ganz normal per Bankeinzug zahlen. Also hier eventuell mal nachgucken, wenn ihr es auch haben wollt, vor dem deutschen Release. So, wir machen mal die Folie runter und jetzt hoffen wir mal, dass auch hier alles ganz geblieben ist bei diesem Steelbook. Und hier haben wir es auch schon unten. Und würde mal sagen, wir gehen einfach direkt mal in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal das Steelbook mal ganz genau an. Bis gleich. Und da sind wir auch schon mit The Matrix Resurrections in der 4K Ultra HD Steelbook aus Italien. Wie gesagt, ist baugleich mit der deutschen Blu-ray-Version, die kommen wird. Würde ich mal fast behaupten. Und ja, wir haben jetzt eben hier eben dann die Matrix-Code, die nach unten gehen. Aber auch hier ein kleiner Glanzeffekt ist hier mit versehen. Auch der Schriftzug hier. Aber man hat auf jeden Fall hier ein bisschen mehr von diesen Codes oder von diesen Zeichen runter machen können, anstatt nur ein paar wenige hier. Hier was einiges noch gefehlt. Also auch eine Prägung fehlt natürlich auch hier. Hier ist es auch perfekt geworden mit dem Schriftzug. Auch hier die Zahlen und Ziffern. Aber ist nun mal so, ist halt wieder hier ein Steelbook, wo eben auch wieder 0815 geworden ist. Dann haben wir eben hier oben 4K Ultra HD und das Blu-ray-Disc-Logo. Und auch hier haben wir sogar drei Klebeproben mit dabei, um es zu befestigen. Und wir machen jetzt hier mal runter. Und es hat sich gut ablösen lassen. Oder dass wir hier dann ein paar Szenenfotos aus dem Film. Hier natürlich alles auf Italienisch.
Das kann ich natürlich nicht vorlesen. Ich kann leider kein Italienisch. Auch hier natürlich die wichtigste Information über die 4K-Version hier, was man so alles braucht. Und dann haben wir hier eben auch für euch als Hinweis, Tedesco ist deutsche Tonspur auf der 4K Ultra HD, auch sogar mit Dolby Atmos. Also von daher ist auch sehr gut. Der Film geht 147 Minuten. Aber auf Blu-ray haben wir eben hier, wie gesagt, keine deutsche Tonspur. Aber wenn man den 4K hat, passt es ja auch voll und ganz. So, weiter geht's noch mit dem Steelbook. Und wie gesagt, hier schon mal das Frontmotiv, habe ich euch schon vorhin gezeigt. Nichts groß weltbewegendes. Da haben wir hier den Spine. Hier eigentlich der Spine schaut ganz gut aus. Auch hier ist der Matrix Resurrections. Auch unter anderem das Warner Bros. Logo. Und von daher schaut es eigentlich auch ganz gut aus. Und muss auch fast sagen, es könnte auch sein, dass es auch ein bisschen mit dem Frontmotiv zusammenpasst. Hier mit diesen ja, Zeichen und Zahlen da unten gegangen. Und hier auf der Rückseite. Und bis jetzt hier auch noch keine Kratzer. Gott sei Dank. Und hier mit dem Simulate dran. Auch hier ein paar weitere Matrix-Zeichen nach unten gehen, hier dann die Credits, aber auch hier hätte man auch wesentlich mehr draus machen können, als das, was wir jetzt hier gerade eben sehen. Innen drin ist eine Disc locker, das habe ich schon gehört. Natürlich auch dann die 4K-Disc, aber die gucken wir uns gleich mal an. Wir machen das nochmal hier von vorne mal auf und so schaut das ganze Steelbook eben aus, von hinten und von vorne. Also ist jetzt nichts Bewegendes, also auch die deutsche Version wird genauso hier sein, wie diese hier. Und dann drehen wir es nochmal rum. Und dann haben wir hier in schwarz die 4K-Version. Wie gesagt, mit deutscher Tonspur. Und noch einmal hier eben dann die Blu-ray-Disc ohne deutsche Tonspur. Diese ganze schaut hier so aus. Aber dafür haben wir wirklich hier ein sehr schönes Hintergrundart, wirklich ein bisschen dunkel vielleicht gehalten, wirkt auf den Produktfotos bei Amazon wesentlich heller, aber auch hier sehen wir eben Neo, der eben durch die Gassen geht und hier sehen wir eben eine Straße mit einem Auto fahren und muss wirklich sagen, das Innenmotiv gefällt mir noch ganz gut, aber ansonsten ist das Steelbook eigentlich wieder ein 0815 Steelbook wie jedes andere eigentlich auch und von daher jetzt auch jetzt nichts Großartiges erwarten von diesem Steelbook. Und damit geht es mal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, liebe Filmfreunde, das war es nun gewesen. Matrix Resurrections in der 4K Ultra HD Steelbook Version aus Italien mit deutschen Tonspur auf der 4K Disc. Und bei uns dauert es ein bisschen, bis der Film kommt. Und wie gesagt, dieses Steelbook ist bei uns nur mit der Blu-ray Disc enthalten. Die anderen gibt es ebenfalls in dieser Pille und auch mit Trinity und mit Neo drauf. In der 4K Ultra HD Steelbook auch schon ausverkauft. Aber sagt mal ganz ehrlich, wollt ihr sie haben, dann tue ich es nicht stornieren und hebe sie für euch auf. Wenn ihr die haben möchte, dann sagt mir bitte Bescheid rechtzeitig, denn ich werde es eigentlich auch demnächst auch wieder bald stornieren und dann wird auch bloß dieses Steelbook hier behalten. Ja, das Steelbook ist natürlich ein 0815 Steelbook, wie fast jedes andere Steelbook auch, was rausgekommen ist. Muss man wirklich klipp und klar sagen, auch hier nichts Großartiges erwarten. Aber auf den Film bin ich jetzt schon gespannt und mal gucken, wie da meine Erwartungen sind. Und irgendwann im Laufe der nächsten Wochen gibt es dann auch dann das Filmreihenvideo zu der Filmreihe Matrix. Das war's nun von mir mit den Updates von meiner Filmbörsenbesuch am 20.03. Und damit bin ich jetzt erstmal raus. Ihr bleibt erstmal alle schön gesund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Vielleicht bei einem nächsten Wochis. Schaut an, Video, ja. Vielleicht mit Porn Holocaust oder noch weitere schöne Filme. Also seid gespannt und bleibt bis dahin gesund. Tschüss mit Ö und Bye.